Daniel Lopez ist ein ehemaliger DSDS-Kandidat, der in der legendären ersten Staffel von DSDS mitwirkte. Er gehörte zu einer der Teilnehmer, die eine ganze Menge weiblicher junger Teenie-Fans hatte. Diese waren nicht nur begeistert von seiner Stimme, sondern auch von seinem Image, seinem Look und seinem Aussehen. Daniel wurde in Brasilien geboren und wuchs dort auf. Im Alter von 5 Jahren verstarb sein Vater. 4 Jahre später kam seine 13-jährige Schwester bei einem Autounfall um. Mit diesen harten Schicksalsschlägen musste die Familie erst einmal zurechtkommen. Im Alter von 15 Jahren siedelte er dann mit seiner Mutter und seinem großen Bruder nach Deutschland und sie wohnten in Schloss Holte. Hier lernte seine Mutter einen neuen Mann kennen, verliebte sich und heiratete. Dieser Mann wurde Daniels Stiefvater und adoptierte ihn. Nach seinem Realabschluss absolvierte er eine Ausbildung als Versicherungskaufmann. Die Liebe zur Musik entwickelte Daniel schon sehr früh. Im Alter von 10 Jahren brachte er sich bei, wie man Klavier und Gitarre spielt. Diese Gaben wurden kurz danach mit Gesang begleitet. Als Jugendlicher wurde er dann Teil der Band Crazy Boys. Laut seinen eigenen Aussagen erhielt er im Rahmen eines Vorsingens für einen Modelwettbewerb Gesicht 97 einen ersten Autorenvertrag. Im Jahre 2002 wurde dann erstmalig die Castingshow der DSDS Deutschland sucht den Superstar ausgestrahlt. Neben Popstars war es etwas Neues, es war fresh und diesmal ging es nur um einen Superstar. Es wurde keine fünfköpfige oder vierköpfige Gruppe gesucht, sondern nur eine Person. Tausende junge, talentierte Künstler und Artisten bewarben sich und Daniel Lopez war einer von ihnen. Er stach mit seiner Stimme raus, aber nicht nur das. Sein Aussehen, sein Charisma und seine Persönlichkeit stachen heraus. So konnte er von Runde zu Runde überzeugen. 60% ist Daniel! Herzlichen Glückwunsch! Alles gut? Daniel, du hast aber gut gehustet heute Nacht. Er hat gesagt, er hätte Husten, er hätte die ganze Nacht gehustet, aber es hat Glück gebracht. Wie geht's dir? Ja, hier, sprachlos. Ihr könnt gehustet. Gar nicht, genau. Aber ihr wisst gar nicht zu Hause, was für eine Anspannung hier ist. Ich meine, ihr könnt weinen, wenn ihr wollt, weil ich sehe dich. Auf jeden Fall zeigen wir Ihnen noch mal, wie Daniel sich den ersten Platz geholt hat. Carry the future, I still wanna hold you close. Right now, I need that from you. So give me the morning. Und kam letztendlich in die Top 10. Mit Songs wie Hero von Enrique Iglesias oder Careless Whisper von George Michael konnte er das Publikum begeistern, aber auch mit Songs wie von Ricky Martin, La Vida Loca. Die meisten behaupten immer, dass in der ersten Staffel die talentiertesten Sänger mit dabei waren, aber die erste Staffel hatte aber vom Imageaufbau auch die stärksten Charaktere. Du hattest eine Juliette, die eine sehr klassische Stimme hatte und Eleganz und Klasse ausgestrahlt hat, ein Daniel Küppelbeck, der crazy und verrückt war und sich nie zu schade war, so zu agieren, wie er eigentlich war, crazy, verrückt, laut. Eine Vanessa, die sehr süß und ruhig war. Eine Judith, die den Soul verkörpert hat, mit ihrer starken Soul-Stimme. Einen Alexander, der den braven Jungen von nebenan gespielt hat. Und dann hattest du einen Daniel, der den lateinamerikanischen Latino-Aufreißer darstellen sollte. Die Kandidaten haben sich ja nicht bewusst so platziert und sich dieses Image verpasst, aber von außen wurde ihnen dieses Image gegeben. Das Team, was dahinter stand, hat es indirekt irgendwo irgendwie so vermarktet. Jeder hatte irgendwo irgendwie seine Rolle. Am 11. Januar 2003 schied er dann aus dem Wettbewerb aus und belegte den 7. Platz. Kurz darauf folgte dann schon seine Single Shine On. Diese landete in Deutschland auf Platz 14 und konnte ein wenig Erfolge feiern. Just made it home when you gave me the world.
Mit RTL war das Ganze nicht abgesprochen und laut seinem Vertrag hätte er es auch gar nicht tun dürfen. Denn damals war es so, dass man warten musste, bis der Sieger seine Single veröffentlicht hatte und erst 6 Monate danach durften die anderen Teilnehmer ihre Singles veröffentlichen, damit man den Sieger den Vorsprung lässt, um sich die Nummer 1 zu holen. Und Daniel und sein Team haben einfach komplett nach ihren eigenen Regeln gespielt. Das zog natürlich eine Konsequenz auf sich, denn RTL und das Label wollten das Ganze nicht auf sich sitzen lassen. Er wurde von der gemeinsamen Tour der Top 10 Finalisten komplett ausgeschlossen. Alle Parts, die er zum Album United der Top 10 beigetragen hatte, wurden im Nachhinein gelöscht, außer im Song We Have a Dream. Am 24. Februar 2003 erschien dann sein erstes Album For You. Diese landete in Deutschland auf Platz 35 und konnte sich 4 Wochen lang in den Albumcharts aufhalten. Singles für das Album wurden Shine On You und I Love You More Than Yesterday. Beide Singles konnten sich in den deutschen Singlecharts platzieren, aber hatten mittelmäßigen Erfolg. Nachdem der DSDS-Hype etwas unterging, löste das Label den Vertrag mit Daniel auf. Für einige Zeit lang war er dann auf einmal in einigen Reality-Formaten zu sehen, wie zum Beispiel Die Alm auf Pro7 oder RTL das Promi-Boxen. Es wirkte so, als ob er eine Zeit lang versuchte, etwas Relevanz aufzubauen durch Medien. Nicht mit Gesang, aber er hat einfach versucht, alles andere um sich zu benutzen, um irgendwie relevant zu bleiben. Nach einer Party in Saint-Tropez begann dann seine Leidenschaft für House- und Elektro-Music. Er versuchte sich dann eine Zeit lang in der House- und Elektro-Szene als Songwriter, DJ und MC. Im Jahre 2011 nahm er dann an der Show Das Supertalent teil. Er wollte wahrscheinlich an alte Erfolge knüpfen, weil mit der Show DSDS hatte er den meisten Erfolg und Aufmerksamkeit bekommen. Doch beim Supertalent kam er nicht wirklich weit. Im Jahre 2012 nahm er dann an der Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus teil und wurde als erster Kandidat herausgewählt. Kurz danach zog er sich nach Brasilien zurück und unterschrieb im Jahre 2014 einen Platten- und Managementvertrag mit dem Label La Cava Records. Es wurden einige Singles veröffentlicht, die aber nicht für besonders viel Hype sorgen konnten. Im Jahre 2018 nahm er dann in der brasilianischen Version von The Voice teil. Doch die Show konnte er nicht gewinnen. An sich hätte man die richtige Musikrichtung für ihn gefunden und ihn richtig gecoacht, dann hätte vielleicht aus ihm ein guter Musiker werden können. Andererseits hat er aber auch immer das Gefühl mitgegeben, dass Musik nicht wirklich seine erste Liebe ist, dass er es nicht wirklich aus Leidenschaft macht, dass ihm der Ruhm und Ansehen auch reicht. Also so kam es mir zumindest manchmal vor. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du wissen willst, was aus seiner Mitstreiterin Vanessa Strohler passiert ist und wie sie sich nach der DSDS-Zeit in der Musikindustrie geschlagen hat, dann klicke jetzt auf das nächste Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.